Guten Morgen am ersten Renntag vom Epic Gran Canaria. Wir kommen jetzt gerade vom Frühstück. Das Hotel hat extra das Frühstücksbuffet schon ein bisschen früher für uns eröffnet. Flaschen und Transponder haben wir gestern Abend schon vorbereitet. Das heißt, jetzt müssen wir uns nur noch kurz umziehen und dann geht's auch schon los zum Rio Hotel, wo immer der Start vom Epic ist. Ja, erst noch mal kurz zum Epic Gran Canaria. Das ist quasi Teil der Gran Fondo World Series, also so Art UCI Jedermann-Rennen. Und wir vom BVS Bayern haben eben dieses Jahr alle gemeinsam einen kostenlosen Startplatz bekommen. Genau, und der Rennmodus ist folgender. Es gibt insgesamt 3 Etappen, wenn man so will. Heute 2, morgen 1. Also immer letztendlich längere Bergauffahrten, wo die Zeit dann gestoppt wird und dazwischen wird quasi neutralisiert gefahren. Und fürs Ergebnis zählt am Ende dann quasi die Summe dieser 3 gezeiteten Abschnitte. Punkt. So, die erste Verpflegungsstation ist erreicht und damit der erste Abschnitt quasi geschafft. Das war jetzt mit knapp einer halben Stunde, ich glaube ja, 27 Minuten oder so, der kürzeste Abschnitt. Jetzt geht es dann gleich gesammelt weiter zum nächsten Startpunkt quasi. Und ja, da bin ich dann wahrscheinlich eher so 4 bis 5 Mal so lange unterwegs. Also da kommt jetzt dann der längste Abschnitt für heute. Oder insgesamt. Also morgen ist dann noch ungefähr eine Stunde. Das ist schon echt immer richtig krass, was hier geboten wird. Also da ist immer ja, von aufgeschnittenem Obst und Getränke, alles, was man so braucht. So, kurzes Update. Wir sind jetzt gerade ins Ruyatal hintergefahren. Hey! Und genau bis hierhin. Da ist halt noch einigermaßen flach. Wollte ich gerne noch mit der Hauptgruppe fahren, weil dann kann man einfach gleich vom Windschatten profitieren. Und jetzt geht es aber noch, ja, ich glaube so mindestens 1,5 Stunden den Berg hoch. Und da fahre ich jetzt eher so ein bisschen mein Tempo. Also, ja, ein bisschen schneller als GA2. Im Rennen kann man sich ja dann doch nicht so ganz zurückhalten. Aber da muss ich mir jetzt nicht komplett die Kante geben, nachdem ja noch eine ganze Woche Trainingslager ansteht. 1,5 Stunden den Berg hochfahren, viel Zeit also, um neue Freunde kennenzulernen. Natürlich trifft man bei so einem Event auch andere YouTuber. Hier fahre ich jetzt gerade die letzten Kilometer mit Fondo Quest. Ich werde mal versuchen, den Kanal zu finden und euch den verlinken. Bin ich auch mal gespannt. So, letzter Kilometer. Hey! Das ist der Manuel, den habe ich nicht die letzten Stunden, naja Minuten, schön mit Windschatten abgewechselt. Wir sind jetzt hier bei knapp 2 Stunden, 1 Stunde 50, knapp 270 Watt. Ja, schon anstrengend, aber ich bin jetzt nicht, wie gesagt, ganz all in gegangen, aber leicht war es auch nicht. Das wäre gelogen. Tschüss, tschüss. So, geschafft. Jetzt heißt es erstmal kiloweise leckere Snacks futtern und dann geht es auch schon wieder entspannt runter an die Küste. Ja, geil war's. Ich hoffe, man versteht das jetzt überhaupt. Die Musik ist abnormal laut. Guten Morgen. Tag 2 der Epic Gran Canaria steht heute an, nochmal 1 Stunde Vollgas. Ja, ich merke die Belastung von gestern schon ein bisschen, aber habe nochmal richtig Bock heute auf die letzte dritte Etappe. Wie sieht's bei dir aus, Chris? Ja, geht mir genauso. Geile Etappe heute nochmal. 1 Stunde Belastung. Was will man mehr? Tipptopp.
Wie ihr gestern ja schon gesehen habt, geht es da auch im neutralisierten Start schon immer ganz schön heiß zur Sache. Heute hatte ich dann die Kamera selber dabei und habe versucht, im Feld hier irgendwie zu überleben. Genau, das Besondere bei der am zweiten Tag ist quasi immer, dass kurz vorm Start schon mal so eine richtig schöne Rampe kommt, wo man dann auch durchaus mal aus dem Sattel gehen muss und da schön in Anführungszeichen neutralisiert mit über 300 Watt auf die eigentliche Ziellinie zuhält. Alter Falter, ich bin so durch. Ich bin jetzt hier oben im Zielbereich. Hab's in knapp unter einer Stunde hochgeschafft. Also für mich neuen Rekord. Ich bin die Etappe ja quasi schon zweimal gefahren. Also letztes Jahr und vorletztes Jahr habe ich jeweils über eine Stunde gebraucht. Und dieses Jahr unter einer Stunde. Das war schon sehr, sehr cool. Und genau, bei der geilen Musik und den guten Snacks ist man ja auch schnell wiederholt. Wir warten jetzt noch auf die anderen und dann fahren wir, denke ich, noch eine schöne Trainingsrunde zu Ende. Sind jetzt ja erst gerade mal so Stunde 10 oder so unterwegs und ich denke mal so 4-5 Stunden wollen wir schon auf jeden Fall heute fahren. Ja, und dann ist der zweite mittlere Trainingsblock quasi vorbei. Geiler Abschluss mit dem Epic Gran Canaria, richtig geiles Event wieder. Morgen dann Ruhetag und ja, dann kommt nur noch ein letzter Trainingsblock und dann ist das Trainingslager auch schon wieder vorbei. Vielen Dank, Epic Gran Canaria, für das Hammer-Event. Kerstin, erstmal Glückwunsch zum Sieg in deiner Altersklasse hier beim Epic Gran Canaria. Und meine Frage wäre jetzt noch, nachdem du jetzt ja auch schon das dritte Mal dabei bist, also schon ja quasi eine Epic Gran Canaria-Veteranin hier bist, was hältst du einfach insgesamt so von dem Event? Ja, es ist einfach super organisiert und für uns auch eine super Chance, einfach mal außerhalb vom normalen Wettkampfstress. Ja, es ist ein super Event, auch für uns Paracycler, dass wir außerhalb vom Wettkampfstress mal wieder in Wettkampfmodus kommen. Es ist super organisiert, Wetter passt auch meistens und ja, ist einfach auch super schöne Stimmung. Ja, perfekt, dann vielen Dank. Genießt die Siegerehrung. Sehr verdient und ja, schönes Trainingslager noch. Dankeschön.